Raikou ist ein legendäres Pokémon mit dem Typ Elektro, existiert seit der zweiten Spielgeneration und außerdem gehört es mit Entei und Suicune zum Trio der legendären Bestien, das von Ho-Oh angeführt wird. Raikou ist ein großes, vierbeiniges und säbelzahnkatzenähnliches Pokémon, das weiß, gelb, schwarz, violett und hellblau auftritt. Die Beine sowie die Körperseiten und die Umrahmung der Augen sind gelb, die Musterung an den Seiten und das Element auf der Stirn sind dagegen schwarz gefärbt. Der Bauch und der größte Bereich des Kopfes färben sich weiß und es besitzt eine violette Mähne. Schließlich sind dann noch der Schwanz und die spitzen Bereiche der Schnauze hellblau gefärbt. Raikou hat einen schlanken und eleganten Körperbau, dabei stechen der Schwanz, der Kopf und die Mähne hervor. Das Haupt ist breit und markant aufgebaut, wobei ein schwarzer, augenscheinlich verhärteter Bereich sich auf der Stirn befindet. Dieses mit zwei Punkten markierte Areal rahmt die Augen oberhalb ein und bildet mit der Spitze die Nase. Darunter befindet sich ein aus je zwei nach außen weisenden Zacken bestehendes Körperteil, das die Schnauze zeigt. Das Antlitz wird ferner durch die runden Backen, die nach oben verlaufen und die Ohren bilden, sowie dem Mund mit den beiden herausragenden langen Zähnen gebildet. Die nach hinten den Rücken verlaufende Mähne ähnelt Wolken und der Schwanz einem Blitz, der am Ende einen Stern trägt. Das Pokémon steht auf kräftigen Beinen, deren Füße mit je drei Zehen ausgestattet sind und in seiner Shiny-Form sind die gelben Körperbereiche in einem kräftigen Orange gefärbt. Die blauen Areale färbt sich grau und die Mähne in einem kräftigen Gelb. Raikou ist ein Mitglied der legendären Bestien und somit eines der stärksten Pokémon überhaupt. Als Träger des Elektrotypen hat es dementsprechend auch viele starke Elektroattacken in seinem Arsenal. Mit Ladungsstoß kann es eine große Energiewelle erzeugen, welche in einem sehr breiten Kreis verschiedenste Gegner treffen kann. Durch einen Donnerschock oder dessen stärkere Variante Donner kann es einen Blitz auf den Gegner einsetzen, welcher ihn sogar manchmal paralysiert. Seinen vollen Körpereinsatz zeigt es bei Attacken wie Funkensprung oder einen starken Stromstoß. Mit seinen scharfen Zähnen kann es eine Donnerzahnattacke oder einen gefährlichen Knirscher nutzen. Mit Sondersensor besitzt es zusätzlich noch eine starke Psycho-Attacke und Raikou ist ein sehr schnelles und gewendiges Pokémon, das beweist es unter anderem durch einen Ruckzuck-Hieb. Es besitzt einen gewaltigen Brüller, mit diesem kann es auch Gegner verscheuchen und somit einen Kampf meiden. Sollte es einmal brenzlig für es werden, beschützt es sich durch einen Reflektor. Mit seinem eiskalten Silberblick kann es den Gegner einschüchtern und ihn dann mit einer Bissattacke handlungsunfähig machen. Mit einem Regentanz ist es dann noch in der Lage, Regen heraufzubeschwören und durch jenen Regen hat es eine Versicherung, dass Donner immer trifft. Durch ein Gedankengut wird es dann noch stärker und kann Gegner leichter niederstrecken. Es ist zudem in der Lage, seinen Gegner dazu zu erzwingen, mehr Energie für seine Attacken zu brauchen. Und mit seiner steinharten Konzentration verneint ist, dass es zurückschrecken wird. Aus Gründen der Verehrung und als Zeichen der Freundschaft zwischen Mensch und Pokémon errichteten die damaligen Bewohner Teak Cities etwa 700 Jahre vor den Ereignissen der Johto Story zwei große Holztürme. Der Turm im Westen der Stadt bekam den Namen Bronzeturm und diente der Verehrung Lugias, der im Osten wurde zum Zinnturm, später auch Glockenturm genannt, und diente als Sanktuarium für Ho-Oh. Nicht nur die Bewohner der Stadt erklommen die Spitzen beider Türme, um mit den legendären Vogel-Pokémon, die diese Türme als Landestellen nutzten, zu kommunizieren und ihnen zu huldigen. Doch 550 Jahre später wurde der Bronzeturm aus bisher unbekannten Gründen durch einen Blitzeinschlag entzündet und brannte drei Tage lang, bis das Feuer erst durch einen heftigen Platzregen gelöscht werden konnte. Lugia floh anlässlich des Brandes und verließ die Stadt für immer in Richtung Strudelinseln, während im Inneren des Turmes drei damals noch namenlose Pokémon ihr Leben ließen, unter diesen auch Raikou. Es wird seitens der geschichtlichen Forschung vermutet, dass dieses Trio
für den Brand verantwortlich waren, da diese ihre Kräfte nach Aussagen der Bevölkerung nicht im Zaum halten konnten. Dennoch konnte dieses Trio historisch nie wirklich belegt werden. Ho-Oh stieg im Anschluss vom Himmel herab und hauchte den drei Pokémon mit Hilfe seiner Kräfte wieder neues Leben ein, die seit diesen Tagen von den Menschen als Entei, Raikou und Suicune bezeichnet werden. Doch die Bewohner von Teak City fürchteten sich vor ihnen und ihrer neuen Macht und versuchten sie mit Gewalt niederzustrecken. Doch die drei Pokémon wehrten sich nicht und verließen zutiefst enttäuscht von der Feindseligkeit und Grausamkeit der Menschheit den Schauplatz in drei verschiedenen Himmelsrichtungen. Eine alte Legende besagt, dass sie sich wieder zeigen werden, wenn diese wieder den Glauben an die Menschheit wiederfinden. Seitdem durchstreicht das Trio getrennt voneinander das Land. Gerüchten zufolge sollen sich die drei aber in unregelmäßigen Abständen in den Tiefen der Turmruine treffen. Laut einer alten Legende soll Raikou der personifizierte Blitz sein. Es strotzt vor Blitzen und kann aus den Regenwolken über seinem Rücken Gewitter erzeugen und Blitze schleudern. Dieses legendäre Pokémon jagt über das Land und stößt dabei ein Gebrüll aus, das wie krachender Donner klingt. Dabei sendet es Schockwellen aus, die wie Donnerschläge durch die Luft beben und den Boden erschüttern. Raikou ist so schnell wie der Blitz, was eine Begegnung mit ihm deutlich erschwert, so dass nur wenige Menschen diesem Pokémon jemals begegnet sind. Als legendäres Pokémon besitzt Raikou keinen speziellen Lebensraum. In den meisten Spielen streift es rastlos durch das Land und begegnet dem Spieler nur zufällig. Dennoch hat es eine besondere Beziehung zur Turmruine in Teak City. Da es sich bei ihm um ein legendäres Pokémon handelt, ist sein Verhalten fast gänzlich unerforscht und fast alle bekannten Daten zu ihm entstammen alten Legenden. Dabei hat Raikou wie die meisten legendären Pokémon keine Vorstufe und ist auch nicht dazu in der Lage, sich weiterzuentwickeln. Mit seinem Typen Elektro nimmt es halben Schaden gegen Flug-, Stahl- und Elektroattacken. Es sei denn, es hat die Fähigkeit Voltabsorber, dann wird es immun gegen Elektroattacken. Doppelten Schaden machen Bodenattacken und der Rest macht normalen Schaden.